Nach dem vierten zerstörten Schiff lastete ein hoher Druck auf der Crew der Kentet gleich. Die Crewmitglieder legten daher eine ganz neue Entschlossenheit an den Tag. Ey, Neuer, guck mal. Hier. Das ist ja Wahnsinn. Können Sie mir das zeigen, Lieutenant? Schauen Sie mal, Captain. Was, wie? Oh, oh. Captain, aber mein Wunsch, wenn Sie den berücksichtigen würden, Sie wissen schon, mit Brip diesmal heute auf der Crew, auf der Brücke ein bisschen ja, mehr. Ja, ich habe Ihre erotischen Einlassungen durchaus zur Kenntnis genommen. And get him in the rain. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ja. So. Wir können jetzt entweder die Bergungsmissionen machen. Ein Flüchtiger ist entkommen und diese Sternenflotte muss ihn einfangen, bevor ihm die Flucht gelingt. Klingt das gut? Aufgrund des feinfühligen Einwands von Lieutenant Dennis entschied sich Kapitän Colin für eine andere Mission. Schon die Beschreibung klang vielversprechend langweilig. Wir sammeln hauptsächlich Daten über mehrere in der Nähe aufgetretene Anomalien. Hat der Anal gesagt? Kapitän! Ein sehr guter Witz. So, meine Lieben, wir wollen jetzt bitte per Warp in das System Devon reisen. Hier müssen wir nämlich gasförmige Anomalien untersuchen. Gasförmig. Mine auf uns zu. Einschlag steht kurz bevor. Ich sag mal, wir machen gute Miene zum bösen Spiel, ne? Die Miene ist so schön. Die heißt Hermine Granger. Halten Sie sich bitte zurück mit Ihren Witzen, Maschinist. Die besten Witze mache immer noch ich. Das entspannte Scannen von Anomalien und Minen lag der Crew der Kentet gleich 5. Die Mannschaft war zunehmend zu Scherzen aufgelegt. Schub benutzen. Und bitte abwarpen. Nanu? Nanu? Oh! Oh, Alter! Schub, schubbedup, 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 schubbedup. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Bis auf 20 Kilometer ran und dann bitte Scan initiieren, Taktiker Dennis. Scan initiiert. 20 Kilometer eingeloggt. Das sind doch niemals 20 Kilometer. Kaum der Leben. Wir kriegen einen Gruß. Wir haben mehrfache Systemausfälle. Lebenserhaltung eingeschlossen. Müssen meine Leute hier raus. Ach, kleine Finger, ganze Handprinzip, ne? Bitte ins Devon-System fliegen. Da gibt es eine Forschungsstation, die unsere Hilfe braucht. Ich fühle mich unterfordert in diesem Job, Kapitän. Wollen Sie vielleicht eine kleine Pause haben? Soll man Ihnen vielleicht eine Tasse Tee bringen, damit Sie sich ein bisschen gemütlich machen können? Ich würde gerne einen vulkanischen Fernet Branca haben. Oh ja, apropos Fernet, den möchte ich auch haben. So, Warpen läuft. Devon, der Job ist sehr einfach, Captain. Es ist wirklich nicht schwer. Aber das ist schön, diesen Hebel umzulegen. Das macht Freude. So, Freunde! Kapitän! Ja? Nächsten Dienstag ist der Feiertag auf Vulkan. Bekomme ich einen Brückentag? Was ist da? Vulkan oder was? So, Dennis Taktiker, ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie sich respektvoll Ihrem Vorgesetzten gegenüber gezeigt haben. Danke! Danke. Erklären Sie mir den Witz später dann, Sie ja? Sie kriegen auf jeden Fall nicht Freimaschinist Nils. Bitte? Ja, vielleicht klären Sie erstmal die Hülle auf über 73% zu bringen, dann reden wir vielleicht über Ihren freien Tag. Dann bin ich Hulk Hogan? Der war gelungen, aber nicht gut genug. Um mir ein Schmunzeln abzuringen. So! Auch der Notruf konnte die Crew nicht aus der Ruhe bringen. Die Rettung der Forschungsstation wurde mit professioneller Leichtigkeit durchgeführt. So, wo ist die Forschungsstation? Im Navigator, Weltraum. Die Forschungsstation, die unsere Hilfe braucht. Ja, ich bin ja. Ja. Ich muss erstmal raus aus diesem Meteoritenfeld. Ja? Asteroidenfeld. Naja. Wo haben Sie den Piloten denn her? Aus der Insolvenzmasse von Air Berlin? Was soll ich sagen, ne? Ich habe tatsächlich kurzzeitig für Air Berlin gearbeitet, aber ich weiß nicht, was das jetzt hier also soll. Herr Kapitän, ja. Wissen Sie, wie man einen lustigen Vulkanier nennt? Eine Vulknudel. Ah. Okay, da ist die Raumstation wieder. Können Sie Kontakt aufnehmen? Womit? Mit dem Ding? Welches Ding? Haben wir das schon gescannt? Haben wir die Forschungsstation schon gescannt? Ja, Sir. Und was sagt sie? Keine Lebenszeichen. Auf der Station war niemand mehr am Leben. Das waren gute Nachrichten. Doch gerade als die Crew sich wieder der entspannten Anomalien-Scannerei zuwenden wollte, passierte etwas Schreckliches.
Oh, Klingonenschiff auf dem Scanner aufgetaucht. Und jetzt ist es 98 Kilometer. Richtig, aus der Scanner, beide. Scannen Sie, sobald Sie können. Es versteckt sich in dieser Arschmolerie. Allerdings ist der klingonische Warbird in Tarnung ohne Schilde und damit anfällig. Lesen Sie das eigentlich gerade ab? Mein vulkanisches Gehirn ist wie ein Buch, aus dem ich lese. Das ist falsch. Genau wie Sie mit dem einen Auge aufgehen. Ich halte mir die Augen zu. Na, wer will denn hier streiten? So. Wollen wir da mal drauf feuern? Schilde war lächerlich nach 18%, Kapitän. Torpedos! Den Klingonen nicht schonen, ne? Das ist der Kalenderspruch von heute. Er fliegt in die Anomalie hinein. Ist nicht gut für ihn. Ich habe auch lange gedacht, was man nicht sieht, gibt es nicht. Ein Trugschluss. So, geht der nicht ohnehin kaputt jetzt? Ja, noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Oh, guck mal, er schießt. Oh, wo schießt du denn hin, du Vollpfosten? Ha, guck mal. Oh, der kommt. Oh, der schießt auf uns! Er schießt, Kapitän! Oh, der hat ein Schild. Ja, das Schild ist bei 30%. Ja, aber das ist ja fast null. Also, sehen Sie die Mission da? Ja. Der hat bestimmt keine grüne Plakette. Schilde bei 20%, Torpedos wieder bereit. Verfolgen Sie weiter so, dann können die nie auf uns schießen. Schießen, wenn tot. Nein, dann nicht mehr. Also schießen, damit tot. Sind alle Torpedos weg? Nein, wir haben noch 10 Stück und erst bei 5%. Warum sind die nicht längst in dem Arsch von dem Klingonen? So, jetzt aber. Ein Torpedo raus. Und... Wow! Ja, komm, schaut. Oh. Das war's. Oi, schauen Sie mal. Top. Geil. Sehr gut. Mua. Die Torpedoschächte sind wieder hergestellt. Meine Crew hat sie repariert. Das wollte ich nur mal eben mal sagen. Sex? Der erotische Einlass von Kapitän Colin zündete nicht. Denn trotz des erfolgreichen Abschusses der Klingonen war die Stimmung zunehmend gereizt. Kapitän, der ist einfach mit Impuls losgeflogen. Ja, wir haben ja Zeit, nicht wahr? Sind ja nur noch 3,5 Lichtjahre. Hast du ein Problem damit, oder was? Was willst du denn hier, du Troll? Stopp, komm doch her! Du bist der Neue hier! Du überlebst keine 5 Sekunden an der Scheißkonsole! Weißt du, was ich mit deinem. Hier, guck mal hier! Den Nacken pack ich dir! Will hier so einen Nacken packen! Da kippst du! So lange Arm hast du gar nicht! Hast du nämlich nicht! Meine überlegene vulkanische Physiognomie! Ja! Der rote Feuerlatz geht mir böse auf die Eier! Kinder, wir sind doch schon da! Konzentrieren wir uns wieder auf die Mission. Die Mission sagt: Scanne Anomalie. Oh, ist das und aufregend. Was sagt der Captain? Der Captain folgt natürlich der Weisung der Mission. Indem er? Scannt die Anomalie, sagt. Was ist die maximal möglichste, Herr Maschinist, Reichweitenerhöhung für Scan-Vorgänge? Müssen erst in Ihrem schlauen Buch nachgucken, ne? Absolut. Vielleicht hätten Sie Scanned Man John einstellen sollen stattdessen. Für die Gags bin ja wohl immer noch ich zuständig, Herr Kapitän. Maschinist Nils war außer sich, lagen schlechte Wortwitze doch eindeutig in seinem Kompetenzbereich. Und der nun folgende Streit brachte eine lang vermutete Wahrheit ans Licht. Ey, warum habe ich eigentlich so wenig Geschwindigkeit? Kann mal irgendeiner von euch mir ein bisschen Energie geben? Wenn der Kapitän das wünscht, könnte ich die Antriebsenergie natürlich erhöhen. Ich wünsche das. Aber Sie sind nicht der Kapitän, auch wenn Sie aussehen wie sein Gespiele. Was? Ja! Papa, jetzt hat der freche Lümmel da. Also, der hat vielleicht rote Haare, aber er ist grün hinter den Ohren. Oben rot, Papa. Unten Feuer. Kapitän Colin verbot ab sofort jegliche Kritik an seinem Sohn und rundete den Befehl mit einem vortrefflichen Scherz ab. Da rollt eine Spule. Oder um es mit Kubuke zu sagen, Spule, ich gehe nicht mehr in die Schule. So. Ja, das war offiziell, es darf gelacht werden. So. Sind einfach der beste Kapitän. So. Und jetzt vielleicht doch mal wieder ernst, ne? Nicht so viel Spaß. Kapitän, ich sehe nichts. Ja, ich doch. Ich fühle mich nicht als Teil dieser Crew, wenn ich nichts sehe. Da ja, hat er guck recht. Nicht so. Was? Da jetzt sehe ich ja auch mal was zur Abwechslung. So, da. Schau. Hey, Leute. Guck nicht so. Das ist ein Finger. Wo jetzt ist hier halt noch eine Anomalie, Captain. Alter, wenn du eine Anomalie einmal anmachst, schau, aber einmal, warum denn so? Mann. Du. Einmal, Freundchen. Ey. Ach, richtig, Alter. Du zeigst zu mir oder was? Ich denke die ganze Zeit, du zeigst zu dem da. Was ist denn hier eigentlich die ganze Zeit? Kannst du mal die Schnauze halten, wenn ich mich mit dem Vulkanier-Arschloch da hinten streite? Die Streitereien wollten scheinbar nicht enden. Kapitän Colin versuchte, die Aufmerksamkeit der Crew wieder auf das Missionsziel zu lenken.
bis auf 10 Kilometer ranfliegen zur Basis. Woran? Ein schwarzes Loch da vorne? Sieht aus wie ein Quasar. Schwarzes Loch? Ihre Mutter ist doch nicht an Bord. Der alte Esel hat's noch drauf. Ja. So. Hier wollen wir nämlich die Daten, die wir gesammelt haben, falls ihr euch gefragt habt, warum wir das überhaupt tun, die geben wir nämlich jetzt ab. Ha? Hey. Okay? Ilse. Ja? Ja, Sir. Verstanden, Sir. Ilse. Okay, Sir. Was sitzen Sie da? Wie sitzen Sie eigentlich auf Ihrem Stuhl? Ilse. So sichern wir den Raum nicht. Sollen wir nicht vielleicht irgendwelche Verkehrssicherungshütchen aufstellen oder so? Meinen Sie nicht, das wäre ein bisschen sinnvoller? Ja. Verkehrssicherheit. Heute Abend. Was der netter. Ilse, heute Abend, ja? Herr Captain? Ja. Ich bin ja neu hier, ne? Mir ist aufgefallen, dass sehr viel Zeit, Missionszeit, dafür drauf geht, Diskussionen zu führen. Wir sind nicht sehr produktiv. Kapitän, ja. Wie nennt man rechthaberische Piloten? Flugscheißer. Ich dachte. Können wir dann jetzt bitte. Ich muss mal meinen Pult putzen, ja? Maschinist Nils hatte seinen Humor wiedergefunden. Die Stimmung war gerettet. Und dann passierte auch noch etwas, was zuvor als unmöglich galt. So, bis auf 10 Kilometer ranfliegen und scanbereit sein und Schilde mal zur Sicherheit nicht unten lassen, ne? Die Schilde sowie die Waffen sind immer oben, dass sie sie nie senken. Ah, ist das schön. Das ist wie zu Hause. Wie meine Flitterwochen. Sie sind doch gar nicht verheiratet, der Kapitän. Immer oben, niemals unten. Captain, ich übermittle jetzt die Daten an das Forschungsteam. Ja. Hört ihr die Musik? Das ist Triumphmusik. Wir haben es echt geschafft. Wir haben noch nie was geschafft. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ja, das. Also, der Erfolg kann auch im Kleinen sein. Das erscheint mir unmöglich. Für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, ist ein Schritt nämlich schon ein Sieg. Captain, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich aber auch. Ich bin Lieutenant-Anwärter. Captain, ich bin jetzt. Ihr Vorgesetzter. Lieutenant-Anwärter. Herr Kapitän, ich schreibe ein Buch über meine Erfahrungen auf der Brücke. Ich nenne es Die Leiden des jungen Lieutenant-Anwärter. Ich glaube, es ist ein John Sinclair Band 1024. Ja. Kapitän? Ja. Captain Neumal Schlau? Diese Uniform schabbert meine Nippel ganz wund. Schabbert? Ist das ein vulkanischer Feiertag wieder? Immer schön einmassieren. Können Sie das nicht für mich machen? Unangenehm. Es war ein Triumph. Der Ruhm der Kentert gleich 5 breitete sich aus wie eine Supernova. Doch das ist eine andere Geschichte.